Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus dem tiefen Loch bei Minecraft Let's Play. Schön, wir haben gesagt, wir gehen jetzt von hier aus 30 Blöcke nach oben, also dann theoretisch die 30 zähle ich ab hier. Also wir haben schon 2. 30, jetzt muss ich kurz rechnen. Ab da geht es also 31 Blöcke nach oben. 31 Blöcke nach oben. Das sind 31 Blöcke nach oben. So, die Erde, die machen wir mal. Das nehme ich jetzt als Richtpunkt. Unser Hammer ist repariert. Wir reparieren mal noch geschwind unsere Spitzhacke. Wo ist mein Eisen? So, die Eisenbarren kommen hier rein. Dann ist die repariert und dann können wir da nämlich anfangen. Das hier unten, also mal kurz zur Erklärung, wie ich das vorhabe. Hier unten kommen die Monster an. Die fallen hier unten hin und sterben. Fallschaden, ja. Und darunter werde ich dann solche... werde ich eine Vorrichtung bauen. Wie ich die Vorrichtung baue, weiß ich noch nicht genau. Wo uns dann die Monster-Items quasi schön sortiert dann in die Kisten reinmachen. Und mir eigentlich dann bloß noch dahin gehen und die Kisten abholen. So, also, wie gesagt, ich habe jetzt vor hier 30 Blöcke und zwar da. 30 Blöcke. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Wir gehen 27 hoch, weil... Ja, genau. So. Wenn ihr da im Hintergrund hört, das ist unser Johnny. Weiß nicht, ob man hört oder nicht. Aber auch er darf hier mal bellen. So. Wir sind jetzt theoretisch auf der obersten Ebene von der Monsterfalle. Jetzt machen wir mal hier. Machen wir dasselbe wie unten. Da gehen 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4. Und da kommt Kies. Den machen wir mal weg. So, 1, 2, 3, 4. Und nochmal ein. So. Boah, mir ein Glück, bis jetzt noch kein Lava-Überfall hier. So, und dann gehen wir hier dann auch 5 Blöcke wieder. Von hier aus gesehen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Den Kies machen wir. Mit. Dann müssen wir dasselbe haben wie unten, wenn ich es richtig mache, ja? 1, 2, 3, 4, 5, jawohl. So, und dann machen wir dasselbe hier. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt das jetzt auch? So. Ach, nee. Moment. Hier gehen wir jetzt 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben das Bett unten gelassen, ne? Okay, na, dann gehen wir halt nachher runter und schlafen. So, und da machen wir dasselbe Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, da regt sich gerade einer ganz künstlich auf. Warum, weiß ich auch nicht. Lass mal einfach mal aufregen. 1, 2, 3. So, und da haben wir hier 1, 2, 3 und noch 2 Blöcke nach hinten. Ja, geht genau auf. So, hier haben wir dasselbe Spiel. 1, 2, 3, 4, 5. Und...
So. Dann müssten wir jetzt theoretisch, wenn ich es richtig gemacht habe, 1, 2, 3. So. Ja. Darf ich vorstellen, das ist unser Jolly. So. Schön den Kies da mitnehmen. Werden wir es zwar erstmal nicht brauchen. Naja, egal. War jetzt nicht ganz optimal, aber was soll's. Ja, mit diesen Tinker-Werkzeugen muss man schon genau aufpassen, wie man, dass man da keinen Blödsinn macht. So, und dann haben wir jetzt diese Ebene soweit mal fertig. Da holen wir uns natürlich die Kohle und das alles wieder raus. So, machen wir mal die hier kaputt. Dass wir wieder einen Platz haben. Und das machen wir jetzt natürlich dann bis runter, ne? So, Kohle nehmen wir natürlich mit. Wäre ja Verschwendung, wenn wir es nicht machen würden. Und die Löcher müssen wir dann natürlich alle wieder stopfen. Zinn nehmen wir auch mit. So, und da machen wir es dann gleich wieder zu hier. So. Schneller, jetzt haben wir unsere Tinker-Axt. Nicht Axt, Spitzhacke meine ich. Das ist keine Axt, das ist eine Spitzhacke. So, was haben wir da drüben? Haben wir auch noch. Und Gold nehmen wir natürlich auch mit. Sagen, wir machen uns hier mal ein bisschen Licht. So. Die ganzen Rohstoffe mitnehmen hier. Wir werden ziemlich viel brauchen. Da ist eine Höhle und da sind sie drin. Seht ihr da? Da sind sie, die Spitzbuben. So. Alles schön mitnehmen. Na gut, wir müssen es ja dann eh da weiter hocharbeiten, aber jetzt nehmen wir mal mit, so weit wie wir da rankommen. So. Gut. Ja, aber hier machen wir zu wieder. So. Zack, 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 zack. Weil die Wand, die muss so bleiben, wie sie ist. Und da werden wir ja dann später sehen, ob das überhaupt alles so aufgeht, wie ich das ausgerechnet habe. Da ist Eisen, das nehmen wir mit. Zu. Die Kohle nehmen wir auch noch raus hier. Wir sind ganz in der Nähe einer riesen Höhle wahrscheinlich, ne? So, hier machen wir gleich mal Licht überall. Gut, okay, dann würde ich jetzt sagen, tun wir diesen Bereich jetzt dann ausheben. Und wir haben Nacht und das Bett ist unten. Na super.
Also das Bett werden wir uns wahrscheinlich dann doch mitnehmen. Gehen wir mal runter und schlafen. So, gute Nacht. So, da werden wir das gleich mal reparieren hier. Und das Zeug hier loswerden. Bruchstein, Kies, das kommt alles da rein. So. Das auch. Die Erde brauchen wir, die Kohle brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht und das brauchen wir auch nicht, ey. Zeug da weg. Kohle. Limestone und Marble. Alles da rein. So, und hier machen wir, wie gesagt, unser wertvolles Zeug hin. Das Eisen brennen wir gleich. Halt. So. Okay, dann geht's direkt wieder hoch und dann machen weiter. Das Bett nehmen wir mit. So. Ja. Und hoch. So, wie ihr vielleicht jetzt im Moment feststellt, höre ich mich ein bisschen anders da an. Das bedeutet, dass meine Technik mal wieder ausgefallen ist. Naja, egal. Wir machen hier auf jeden Fall weiter. Wir kramen mal hier wieder drei runter. Und dann 1, 2, 3. Ja, das macht er richtig. Ja, ich muss jetzt mal wieder nachvertonen. Ich hoffe, das stört euch nicht besonders. Ja. Leider ist das so passiert. Wir sind ja hier dabei, die Monsterfalle zu bauen. Und ja, wir müssen hier leider ziemlich viel Material bewegen. So, und jetzt gehen wir da rum. Ja, das ist halt alles ein bisschen chaotisch. Leider. Im Hintergrund hören wir hoffentlich das Vögeln zwitschern. Ah, da ist ein bisschen Kies. Dann lassen wir mal liegen. So, jetzt geht's hier weiter. Und ey, der hat so viele Rohstoffe, was man sammelt. Ach, jetzt kommt wieder die Erde. Ach, okay. Jetzt geht's weiter. So, dann gehen wir da rum. Na, was macht er? Jawohl, so macht er weiter. Ich hätte es nicht anders davon ihm erwartet. Schön, Gold. Ey, so viel Gold. Das gibt's nicht. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Musik. Ich habe die Musik-Playliste ja ein bisschen geändert. Und ja, mach schön mit der Schaufel weg. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß gerade gar nicht, was im Moment läuft. So, da holen wir das Geld noch raus. Aber vielleicht erkennt ihr es ja. Ihr könnt es mir ja dann mal in die Kommentare schreiben. So, hier sieht es soweit sauber aus. Die Kohle nehmen wir natürlich noch mit. War ja nicht viel. So, und wir müssen wieder zumachen. Ah, guck mal da oben. Habt ihr das gesehen? Ja, genau da. Da steht ein Monster und das Monster möchte unbedingt wahrscheinlich verhindern, dass wir die Monsterfalle bauen. So, okay. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ja, wieder drei Stück und machen wir die nächste Ebene. Ja, der Hammer sieht noch gut aus. Und da ist auch wieder Kobberohr und wieder ein Rubin. So, mal kurz ein bisschen ausleuchten. Nicht, dass uns noch ein Monster irgendwie überraschen tut. Ja, wir sind ganz schön tief sind wir. Ne? Wir sind ja bis unten beim... Oh, eine Höhle. Oh, oh. Ja, mal gleich ein Licht dran machen. Oh, okay. Machen wir noch ein. So.
Und da müssen wir dann mal gucken in der nächsten Runde, wenn wir wieder eine Etage tiefer gehen. So, also machen wir halt hier weiter. Oh, ist das viel Material. Alter Walter. Ja, geplant ist ja jetzt hier die Monsterfalle und die gucken auch, dass wir sie gemeinsam fertig machen. Wir haben ja heute den 3-Folgen-Samstag. Morgen wird der 3-Folgen-Sonntag kommen. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich werde natürlich auch einiges dann auch offscreen machen, weil die eigentliche Monsterfalle, die wird ja noch ein bisschen umfangreicher mit dem Bauen. Ich werde mal sehen, dass ich eine Etage mit euch zusammen mache. Eine Etage hat 6 Blöcke, also ihr könnt mal euch das ausrechnen. Und ich habe vor, 4 Etagen zu bauen. Die Monsterfalle habe ich bei YouTube gesehen, bei einem auch bei einem YouTuber, wo die Monsterfalle vorgestellt hat und auch eine Bauanleitung gemacht hat. Ich gucke gerade mal kurz, wie der heißt, solange der da rumhämmert. Was sehen wir denn? Moment, ich gucke mal hier auf dem Handy. Und zwar heißt dieser YouTuber, von dem ich die Anregung habe, diese Monsterfalle zu bauen, Iosa100. Ja, er macht es aber ein bisschen anders, da er baut sie in die Luft. Und wahrscheinlich ist das auch besser, aber wir möchten ja nichts in der Luft haben. Und ich hoffe, dass das auch so funktioniert. Also ich kann es nicht versprechen, dass es funktioniert. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ja, der hat viele Tutorials und ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und da ist auch jetzt nicht viel mit Kommandoblöcken und tralala. Und ich mag das auch nicht. Ich werde ja nicht mit Kommandoblöcken arbeiten. So, auch jetzt mal wieder Material loswerden. Was haben wir denn da? Cookie Bird, ja, mal was essen, Junge. Gehst du schon auf dem Zahnfleisch daher? Moment, ich muss mal was trinken. Guckt euch mal das Material da an. Hier sieht es aus mit Eisen. Ja, Eisen werden wir ja noch ganz viel brauchen. Ja. Wegen unserer Monsterfalle. Da werde man mal schauen. Redstone haben wir zwar auch schon schön viel gesammelt, aber werden wir nicht so viel brauchen. So, ja, Erde. Das ist Erde, genau. Erde wirst du brauchen. So, und jetzt machen wir mal das dahin. Okay, und jetzt geht's wieder hoch. Hast du den Hammer repariert? Ja, ich glaube, er hat den Hammer repariert. Okay, wieder nach oben. Viel ist es nicht mehr, Mom. Wir haben schon einiges geschafft hier. Ja? Jetzt müssen wir bloß aufpassen wegen der Höhle. Ja, die Höhlen, was jetzt da im Umkreis sind, zum Beispiel die hier, die müssen wir ja dann später eventuell noch ausleuchten. Sonst kann es sein, dass es nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wir gehen, sind wieder 3 nach unten. Das sehen wir an der rechten Seite schon wieder Eisenerz. So, jetzt kommen wir da zu dem Bereich von der Höhle. Da tun wir jetzt mal vorsichtig drumherum bauen oder abbauen. Wir bauen ja nichts, wir reißen ja ein. So, okay, und dann, ja, machen wir hier gleich mal zu. Komm, zack, 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 zack. Okay, gut. So, und jetzt geht's hier ganz normal weiter. Oh, Gold, wieder Gold. Sehr schön. Ja, ist nicht so spannend, aber es muss halt mal sein. Ich kann ja nicht immer alles offscreen machen. Narrat meint ja noch, ich mache das dann im, im Creative Mode, aber nee. Wir machen das jetzt zwar schon ein bisschen schneller, weil wir haben ja uns. Was machst du da? Mach das Loch wieder zu. Mensch. Wir haben ja die Mod Tinkers Construct. Und ja, da können wir uns. Ja, schon ziemlich hoch. Und da können wir uns richtig gute Werkzeuge bauen, wo wir relativ schnell sehr große Massen bewegen können. Ihr seht ja selber, wir kriegen hier immer 9 Blöcke auf einmal weggehauen. Natürlich muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Hammer dann auch falsch anlegt. So. Und weiter geht's. Ja,
Ja, es nimmt Gestalt an. So, jetzt holen wir hier wieder aus der Wand. Holen wir erst das Zinder raus. Schön. Und mach's Loch zu. Wunderbar. Und ja, das Eisen nicht vergessen. Oh, noch mehr Eisen. Und auch noch. Ah, genial. Und zack, mach's Loch zu. Genau. So, wieder eine Etage geschafft. Ja, Erde willst du nicht wegmachen? Komm, mach die Erde weg. So, ja, siehst du, wir verstehen uns. Schön. So, jetzt geht's hier weiter. Perfekto. Noch ein Stück. Oh, es wird schon wieder ziemlich dunkel und wir nähern uns der Ende der Folge. Und ich habe festgestellt, die nächste Folge, die muss ich auch nachvertonen, also nicht wundern, ja. Sehr gut. So. Was hast du denn da gemacht? Mensch, seht ihr, müsst genau aufpassen mit dem Hammer. Sonst müsst ihr hier nacharbeiten. So, nochmal, jawohl. So, und jetzt nimmt die Spitzhacke. Jawohl, gut. Und das wieder Zinn in der Wand. Und nochmal Eisen kassiert. Und ja, Cedric, pass auf, es wird dunkel. Ja, du solltest vielleicht auch bald mal schlafen. So, da noch. Und dann würde ich sagen, Cedric, gehst du runter und schläfst ein bisschen. Ja, guck mal auf die Uhr. Ja, es wird Nacht. Die Monster kommen und überfallen dein Dorf. Okay, ich glaube, er geht runter. Ich würde mich jetzt auch schon mal verabschieden und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis dann. Ciao, ciao.